Es gab auch in der Öffentlichkeit sehr deutliches Feedback, unter anderem diese Art von Beteiligung, das ist der Stinkefinger für die Demokratie. Herzlich willkommen zu einem neuen Video-Ausschussreport. Diesmal, das erkennt ihr natürlich sofort, nicht aus dem Bundestag, sondern, wie sich's gerade gehört, aus dem Homeoffice. Am Ausschuss habe ich ebenfalls digital teilgenommen, der hat gestern stattgefunden und wir haben uns mit drei verschiedenen Themen beschäftigt. Zum einen war Digitalminister Heiko Maas zu Gast. Bei unserem zweiten Thema gab es Vertreter aus dem Bundesinnenministerium und aus dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Die haben wir zitiert in den Ausschuss, um uns Bericht zu erstatten, warum eigentlich das Beteiligungsverfahren bei etlichen Gesetzen, die mit heißester Nadel gestrickt last minute vor Weihnachten noch durchs Kabinett gepeitscht werden sollten, warum dieses Beteiligungsverfahren so grottenschlecht und vor allem so ultra kurz war. Unser drittes Thema war der Hackerangriff auf die europäische Behörde, die zuständig ist, auch für die Zulassung von Impfstoffen. Das hat vor ein paar Tagen stattgefunden. Damit will ich auch anfangen, weil das geht am kürzesten. Da haben wir eigentlich nichts mehr erfahren, als was man aus der Presse auch schon lesen konnte. Man hat diesen Hackerangriff festgestellt. Man hat aber nicht feststellen können, ob und welche Daten da tatsächlich abgeflossen sind. Also vielleicht gar keine, vielleicht ganz viele, das kann man im Moment nicht mehr feststellen. Mehr Informationen hoffentlich zu den anderen beiden Themen, da möchte ich euch zuerst von unserem Gespräch mit Bundesaußenminister Heiko Maas erzählen. Zuerst erzählte uns Heiko Maas über das global-galaktische zwischen seinem Ressort, dem Außenministerium und der Digitalisierung. Da war die Rede davon von globalen Mächteverhältnissen, wie sich die Dinge verschieben, dass in Zukunft vielleicht nicht mehr Megabomben über Vorherrschaft von irgendwas entscheiden, sondern Megabytes, dass Digitalisierung, Kommunikation, Meinungsbildung und damit auch Demokratie verändert, aber eben auch Machtverhältnisse verschieben kann und dass die Europäische Union nicht zwischen den Big Playern China und den USA zerrieben werden darf. Ein anderes Thema war die Hackbacks. Es gibt offenbar eine Cyber Diplomacy Toolbox, in der jetzt auch Hackbacks drin stecken. Das wurde auf europäischer Ebene gemeinsam entwickelt. Das war natürlich ein äußerst sensibles Thema. Man merkte auch so richtig wohl, fühlte sich Heiko Maas bei unseren Fragen dazu nicht. Er hat offen eingestanden, dass es ein völkerrechtlich äußerst schwieriges Terrain ist. Der Begriff Neuland ist gefallen. Und dass es am Ende politisch zu überlegen wäre, ob man überhaupt so eine Art Gegenangriff machen soll, denn in der Tat ist es ja ein echter Angriff auf irgendjemand außerhalb von Deutschland. Ein ähnliches Thema: bewaffnete Drohnen. Ich weiß ja, dass es in der großen Koalition da gewisse Widersprüche gibt. Die CDU/CSU, die möchte gerne bewaffnete Drohnen in Deutschland möglichst schnell auch durch den Bundestag peitschen. Die SPD, die ist mehr so: Nee, finden wir jetzt nicht so geil, Drohnen mit Waffen in Deutschland. Das habe ich genutzt, um ihn mal zu fragen, wenn er, Heiko Maas, sagen wir mal, Verteidigungsminister wäre und in der Regierung ganz alleine entscheiden könnte, nur mit Ja und Nein soll er antworten, wäre er für bewaffnete Drohnen in Deutschland oder nicht. Da hat er sich dagegen verwehrt, hat gesagt, also nur Ja oder Nein, sowas lässt er sich jetzt nicht vorschreiben und hat dann also sehr lang geantwortet und kurz gefasst gesagt, grundsätzlich behandelt er das oder betrachtet er bewaffnete Drohnen positiv, denn das könnte ja für die Sicherheit von Soldaten im Auslandseinsatz sorgen. Ich würde mal sagen, am sichersten sind Soldaten, wenn sie gar nicht erst im Auslandseinsatz sind. War sehr unbefriedigend für mich die Antwort. Und dass er in der Lage ist, auch ganz kurze Antworten zu geben, das hat sich bei meiner nächsten Frage gezeigt. Da habe ich ihn nämlich gefragt, ob es eigentlich diplomatische Kontakte und einen diplomatischen Austausch mit Großbritannien gibt zum Schicksal von Julian Assange und der Auslieferung in die USA, die ich äußerst kritisch betrachte. Auch die Art und Weise, wie er dort im Gefängnis behandelt wird, ist absolut nicht so, wie sie sich für einen Rechtsstaat gehört. Ich habe auch gefragt, ob man über diese eventuellen diplomatischen Kontakte irgendwelche neueren Erkenntnisse zu seinem Gesundheitszustand hat. Und plötzlich ging es auch ganz einsilbig, nämlich nein und nein. Also die Bundesregierung tut nichts diplomatisch und hat auch keine Ahnung, weil sie sich offensichtlich einfach überhaupt nicht dafür interessiert. Das war enttäuschend. An mich herangetragen und deshalb an Heiko Maas weitergegeben wurde auch die Frage, ob man zum Thema Liebe ist kein Tourismus
nicht schneller Abhilfe schaffen kann, dass Menschen, die sich lieben, aber in unterschiedlichen Ländern wohnen, schneller auch bei Einschränkungen der Reisefreiheit durch Corona, dass sie schneller zueinander finden können und sich einfach mal wieder in die Arme schließen können. Ich habe ihn gefragt, was tut man denn da? Da kann man doch auch mit Digitalisierung Dinge beschleunigen. Heiko Maas hat gesagt, das betrifft ja nicht nur die sich liebenden Paare, die getrennt sind, sondern alle, die irgendwie ein Visum brauchen. Und in der Tat gäbe es Wartezeiten sogar von bis zu einem Jahr. Das findet er offenbar selber viel zu lang. Jedenfalls hat man da jetzt eine ganz neue Behörde aufgebaut, sogar mitten in meinem Wahlkreis in Brandenburg an der Havel. Am 1. Januar soll sie ihre Arbeit aufnehmen, also super aktuell, und soll dann zentral für die ganze Welt Visa-Anträge bearbeiten. Das soll auch voll digitalisiert passieren und ich hoffe wirklich sehr, ein bisschen schneller. Nicht, dass die auch wieder Faxe hin und her schicken. Also das soll sich beschleunigen in Zukunft und ich hoffe, dass es Liebespaare wirklich schneller zueinander bringt. Das führt uns aber gleich zum nächsten Thema, nämlich zur Berichterstattung der Bundesregierung darüber, warum mehrere Gesetze, und dazu gehörte auch das IT-Sicherheitsgesetz, in den letzten Tagen so durchgepeitscht worden sind. Die wurden alle am Mittwoch, dem 16. verabschiedet. Seit dem 19. November haben mehrere Ministerien hunderte von Seiten Gesetzentwürfen an die Zivilgesellschaft und Industrieverbände geschickt mit der Bitte um Feedback. Allein das IT-Sicherheitsgesetz hat seit dem 19. November vier verschiedene Versionen gehabt. Die letzte Version, die hat immerhin der Zivilgesellschaft sage und schreibe 26 Stunden Feedbackzeit eingeräumt, mitten in Corona. Da stelle man sich vor, man ist ein großer Industrieverband und man muss vielleicht mit Leuten interagieren, die auch nicht mal alle im Büro sitzen. Und da kommt so ein Gesetz, das über 100 Seiten hat und man hat 26 Stunden Zeit, ein gemeinsames Feedback zurückzuschreiben. Das, ehrlich gesagt, hat mit Beteiligung nichts zu tun. Es gab auch sehr deutliches Feedback aus der Zivilgesellschaft. Eins blende ich euch mal ein. Da ist von Stinkefinger für die Demokratie die Rede und ich finde, das trifft's auf den Kopf. Auch das Telekommunikationsgesetz in seiner neuen Fassung, die 465 Seiten umfasst, wurde am 9. Dezember mit einer Frist von nur 2 Tagen raus in die Beteiligungsgesellschaft geschickt, um Feedback dazu zu geben. Deswegen haben wir ja die Ministerialvertreter in den Ausschuss eingeladen, damit sie uns mal Rede und Antwort stehen, warum zur Hölle man das auf diese Art und Weise macht. Da sind natürlich nicht die Ministerebenen gekommen, die eigentlich dafür Verantwortung tragen. Die hätten sagen müssen, das verschieben wir ins neue Jahr, damit eine sinnvolle Beteiligung überhaupt möglich ist und nicht so eine absolute Verarsche des demokratischen Prozesses. Die man geschickt hatte, waren also aus den Ebenen darunter, gaben sich äußerst zerknirscht und haben gesagt, ja, das war jetzt kein so ein schöner Prozess, da sind wir auch nicht stolz drauf, aber es ging nicht anders. Und ja, das musste halt so sein, weil die sind ja auch überfällig und sonst kriegt man die nicht mehr rechtzeitig durch und die müssen ja in der Legislatur noch durch und das IT-Sicherheitsgesetz muss bei der EU noch notifiziert werden, da gibt es 3 Monate Vorlauf. Das trifft auf das TKG-Gesetz aber gar nicht zu. Das ist nämlich infolge einer europäischen Regulierung und so spät fertig geworden, dass wir vielleicht sogar doch noch Strafe dafür zahlen müssen bei der EU. Was ich persönlich kritisiert habe, ist aber nicht nur, dass die Fristen so wahnsinnig kurz waren, dass es so viel gleichzeitig war, denn es waren natürlich genau die gleichen Fachleute in der Zivilgesellschaft, die im Übrigen keine Vollzeitjuristen oder Fachleute haben, die sich nur darum kümmern, Gesetzentwürfe der Bundesregierung zu feedbacken. Das findet man vielleicht bei großen Industrieverbänden wie dem BDI oder der Bitkom. Aber selbst die haben Worte benutzt in ihrem Feedback, wie zum Beispiel vollkommen inakzeptabel, um diesen Prozess zu beschreiben. In nicht einmal 4 Wochen kriegten also diese gleichen Fachleute, ein Teil davon völlig ehrenamtlich, über 1000 Seiten Gesetzentwürfe geschickt. Und allein zwischen dem 9. und 11. Dezember sollten sie für fast 600 Seiten Gesetzentwurf fachliches Feedback geben. Und da kommen noch so verhöhnende Kommentare von den Vertretern der Bundesregierung, ich kann das nicht vornehmer beschreiben, die da lauten, es gab ja auch schon informelle Verfahren vorher und es sind ja auch schon Varianten der Gesetzentwürfe früher geleakt worden, also gar nicht offiziell von der Bundesregierung verschickt worden, sondern nur geleakt. Dazu hätte es ja auch schon Feedback gegeben und das hätte man ja auch schon berücksichtigt.
Klammer auf, ich glaube, das sehen die zivilgesellschaftlichen Vereine da ein bisschen anders, wie sehr sie berücksichtigt worden sind, Klammer zu. Und ein Beweis dafür, dass es ja am Ende doch eigentlich ganz gut gegangen sei, wäre der Umstand, dass man ja für frühere Versionen, auch die geleakten, schon ganz viele Stellungnahmen gekriegt hatte, je nach Gesetz bis zu 60 Stellungnahmen. Und dass jetzt bei dieser letzten Stellungnahmeabfrage, wo es sich erinnere nochmal, bei dem einen Gesetz 26 Stunden und bei dem anderen Gesetz 48 Stunden Feedbackzeit gab, da wären es ja viel weniger gewesen, die sich da zurückgemeldet hätten und die Feedbacks wären auch viel kürzer gewesen. Ja, was für ein Wunder ist das aber auch, wenn ich gar keine Zeit dafür habe. Das war wirklich unmöglich. Was mich besonders aufgeregt hat, deswegen habe ich explizit gefragt, warum ist das eigentlich so, war der Umstand, dass die Bundesregierung zwar 4 Versionen in 4 Wochen zum IT-Sicherheitsgesetz verschicken konnte, aber nicht in der Lage war, die Änderungen der neuesten Version zur jeweils vorhergehenden Version kenntlich zu machen. Ich habe mal gefragt, ja, woran liegt denn das? Das würde das Leben ja außerordentlich erleichtern, wenn man ein Gesetz hat mit 95 Seiten und plötzlich hat es 115. Man weiß überhaupt nicht, was hat sich denn geändert? Das ist ja wirklich respektlos, auf diese Art und Weise Zivilgesellschaft einzubinden. Und die Antwort, ehrlich, die wird euch verunsichern. Im günstigsten Fall. Vielleicht auch ärgerlich machen. Die Antwort war nämlich, technisch kann man das nicht. Ende 2020 kann die Bundesregierung Änderungen zwischen Versionen nicht sichtbar machen. Sie hat noch nie vom Änderungsmodus bei Word gehört, beziehungsweise Erklärung, sie benutzt ein spezielles Tool, um die Veränderungen in Gesetzen innerhalb der Bundesregierung zu tracken. Und die ändern sich ja auch jeden Tag. Hier mal ein Komma anders, hier mal ein Wort korrigiert, hier mal ein Einschub, hier mal vielleicht 2 Wörter gelöscht. Und das sei ja nicht das Gleiche wie die neue Version und die letzte, die verschickt worden ist. Dass man da einen Praktikant hätte hinsetzen können, der oder die einfach mal vergleicht, was in der letzten Version im Vergleich zur neuen anders ist, das kriegen die nicht hin. Da verschlägt es einem echt schon die Sprache und ehrlich gesagt, ich glaube, das ist Absicht. Das war der letzte Videoausschussreport für dieses Jahr. 2021 kann nur besser werden. Feiert den Übergang ins neue Jahr schön alleine im kleinsten, engsten Kreise. Ihr wisst, so könnt ihr dem Virus den Stinkefinger zeigen und genau das wollen wir, damit das nächste Jahr für uns alle schöner wird. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.